Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Reisevideo von mir, ebenfalls in Südafrika. Und ich war im James Hall Museum of Transport und das ist das größte und umfassende Museum für den Landverkehr in Südafrika. Es wurde im Februar 1964 vom verschollenen Jimmy Hall zusammen mit der Stadt Johannesburg gegründet. Und wenn einen die Transportgeschichte von Johannesburg und generell Südafrika interessiert, dann ist es ein absolutes Muss, dass ihr da reingeht. Der Eintritt ist kostenlos, aber es wäre natürlich schön, wenn ihr da eine Spende da lässt, damit sie da das Museum weiter gut betreiben können. Und die Sammlung ist thematisch aufgeteilt in die folgenden Bereiche. Es gibt einerseits die tiergezogenen Fahrzeuge von den Jahren 1870 bis 1910, Fahrräder und Motorräder von den Jahren 1786 bis 1960, allgemein Busse und Kutschen, Feuerwehrautos und Geräte von Zeitraum 1877 bis 1960, dann Kraftfahrzeuge von 1900 bis 1980, dampfbetriebene Fahrzeuge und Straßenbahn und Trolleybusse von 1896 und 1986. Das James Hall Museum of the Transport ist im Pionierspark in La Rochelle und ist mit der Straße eigentlich sehr gut zu erreichen. Man kann sogar fast direkt beim Eingang parken und es hat auch immer Einweiser da, die euch zeigen, wie ihr da hinkommt. Das Museum beherbergt eine Sammlung von über 2500 Objekten und ist das größte seiner Art in Südafrika. Zu den bemerkenswertesten Ausstellungsstücken gehören Rikschas, die bis 1967 in Johannesburg eingesetzt wurden, pferdegezogene Straßenbahnen, die noch um die Jahrhundertwende im Einsatz waren und die letzte elektrische Doppelstockstraßenbahn, die 1961 durch Teile von Johannesburg gefahren ist. Frühe Motorräder, die die Prinzipien des Fahrrads und des Verbrennungsmotors miteinander kombinierten, sind ebenfalls zu sehen, ebenso wie eine luxuriöse Privatkutsche aus dem Jahr 1905. Feuerwehrfahrzeuge wie die Merriweather Dampfpumpe von 1913 und ein Rolls-Royce des Bürgermeisters von 1959. Wer jetzt natürlich sagt, ich möchte mich nicht spoilern lassen von dem, was alles in dem Museum ist, der sollte das Video an dieser Stelle beenden, denn ich zeige soweit alle Bereiche, die man da im Museum so sehen kann. Ich kann natürlich nicht alle 2500 Objekte zeigen, das hätte einfach den Rahmen gesprengt, sondern das ist einfach jetzt ein schneller, nicht kommentierter Durchlauf und genießt quasi den virtuellen Rundgang. Aber geht's trotzdem da mal hin, wenn ihr in Johannesburg seid, es gibt da geschichtlich so viel zu sehen und zu entdecken. Ich kann es nur empfehlen und jetzt würde ich sagen, viel Spaß bei dem Rundgang hier im James Hall Museum of Transport in Johannesburg. Thank you.
Yeah.
Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.